Ja Leute, willkommen hier zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Shop drauf, denn dieser ist circa eine halbe Minute da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. Hoffentlich endlich mal was Neues. Mal schauen. 3, 2, 1 und der Shop ist da. Und es gibt schon wieder nichts Neues. Naja, ich würde sagen, fangen direkt auf der linken Seite an mit dem Sumpfmann. Dieser ist heute nochmal zurück. Ein Season 4 Skin. Hat ja auch hier mehrere Stile. Ich glaube, die kam ja nachträglich dazu. Ist ein lustiger Skin. Hier auf dem Rückenteil gibt es dann nochmal diese zwei Tanks hier. Ist auf jeden Fall ein cooler alter Skin. Und der Skin ist auf jeden Fall zurück nach einem Monat. Daneben gibt es einmal noch hier den Goldie Skin. Auch noch relativ neu aus der Season 2, Kapitel 2. Ja, der Skin ist okay. Wie eine Tasche mit Geld, auf jeden Fall ganz nice. Auf dem Rücken hat die dann hier so eine Shotgun. Auf jeden Fall ein sehr cooler, gefährlicher Skin. Dazu gibt es einmal noch hier die Hacke Doppelgold. Ebenfalls zurück nach einem Monat. Und an letzter Stelle gibt es hier den Schlotter-Skin. Auch ein sehr, sehr cooler Skin mit dem Rückenteil hier. Ich muss sagen, die Flügel sehen extrem nice aus. Und dazu gibt es einmal noch hier die Hacke Frostschneide. Auch zurück nach einem Monat und auf jeden Fall sind das schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf eine Stütze einen Creator klicken und hier den Code DETOR eingeben. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und jetzt gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz von einmal der Schnorchelob-Skin zurück. Ein Season 2 Skin. Ja, ist immer noch ganz okay. War schon sehr, sehr oft im Shop und zuletzt vor 39 Tagen. Dann gibt es da drunter einmal die Beast-Schützin. Ein günstiger Skin in diesem komplett schwarzen Look. Ist zurück nach 18 Tagen. Und ansonsten gibt es einmal hier die animierte Magma-Lackierung. Die Animation sieht immer noch extrem nice aus und ist zurück nach 25 Tagen. Und dann gibt es da drunter einmal hier schwer beschäftigt. Der ist hier auf jeden Fall am Handy und ist hier beschäftigt, wie man sieht. Und ist auch zurück nach einem Monat. Dann gibt es einmal noch hier das Emote Schlendern. Ist ein Vorbewegungs-Emote. So ganz entspannt. Auch knapp nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier nochmal Rage Quit. Der rastet hier jetzt so ein bisschen aus. Und macht den Controller kaputt. Auf jeden Fall auch nochmal zurück nach 20 Tagen. Und das war es hier auch schon mit dem Shop von heute.